Wir sind bei Sony, hast du eine Überschrift gesehen und jetzt sind wir eben im Referenzraum. Da oben versteckt sich irgendwo, ich sehe ihn gar nicht, ein XW7000 Projektor. Den kennen wir noch gar nicht. Da oben ist er. Ich habe ihn entdeckt. Gucken. Da, schwupps. Er ist ein bisschen schüchtern und schwer zu erkennen. Ja, gucken wir uns mal kurz den Demoraum an. Das ist hier die typische Sony-Handschrift, sehr reduziert. So kenne ich es auch schon von den letzten Demos. Alright, so viel jetzt mal. Jetzt wäre ich fast hier auf den Hund getreten. Das hätte mir gerade noch gefehlt. So viel mal hier zu der Demo. Ups. War echt interessant. Ich saß jetzt relativ weit weg mit der Leinwand. Das ging relativ gut. Mikro perforiert. Also vom Bild her war ich recht angetan. Es ist natürlich immer, so wie auch bei allem, immer die Konstellation, Raum, alles Mögliche zusammen. Hat gut funktioniert vom Tone Mapping, war nicht zu aggressiv eingestellt. Aber wenn ich das jetzt so bei vielen anderen reproduziere, dann sagen die normalen Kunden garantiert, oh, das generelle Bild ist zu dunkel. Vom Ton war ich nicht so angetan, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber auch bisher noch nicht warm geworden mit meinen Klangvorlieben, mit den KEF-Lautsprechern, die da installiert waren. Die sind mir einfach zu wenig auflösend, die werden obenrum... Die sind mir entweder zu stumpf, also im Sinne von zu wenig Informationstiefe, oder aber zu spitz, zu anstrengend. Also die habe ich noch nie so richtig gut abgestimmt bekommen, weshalb wir die nicht mehr anbieten. Aber kann ja sein, dass jemand anders den magischen Schlüssel hat und für die Hörvorlieb besser funktioniert. Aber gut, jetzt haben wir halt einen XW7000 nochmal gesehen. Ansonsten gibt es von Sony leider nichts Neues. Und damit meine ich jetzt nicht, bringt unbedingt neue Projektoren raus, sondern... Jetzt kann ich die endlich mal hier nochmal schön zeigen, sondern vor allen Dingen auch, ich habe mir persönlich gewünscht, dass die einfach mit der Firmware um die Ecke kommen, weil auch wenn der gerade da drin natürlich einen Lobgesang kundgetan hat über Sony im Hinblick auf, wir machen alles von der Kamera bis hin zur Leinwand, alles, wir wissen, wie Processing funktioniert, habe ich mir insgesamt gedacht, naja, genau das wünsche ich mir als Installer noch verbessert im Hinblick auf das dynamische Tone Mapping, das darf gerne noch besser einstellbar sein. Und natürlich gerade das Thema mit den Lens Memory Geschichten, da komme ich einfach nicht klar, dass es nur drei Stück gibt bei dem 7000er. Wobei ich generell sage, hier der 7000er, gehen wir zum richtigen, ist ein super Projektor, den verkauft man auch grundsätzlich gerne. Er muss halt einfach passen. Und der hat seine Besonderheit gegenüber dem NZ8 eben durch die Helligkeit. Ich habe selber einen bei uns im Wohnraumstudio installiert, gucke relativ viel mit dem und mag diesen Sony Punch, den hat er natürlich. Der muss einfach passen und da berate ich dich da gerne. Nach wie vor ein, ich wollte sagen Träumchen, aber die Verniedlichungsform passt hier nicht ganz dazu zu den Abmessungen. Nach wie vor State of the Art, GTZ 380, super Processing. Jedes Mal, wenn ich da mit einem Film schaue, oder einen Kunden in der Demo habe, fallen die Kinnladen runter. Der hat immerhin noch 5 Lens Memory Presets. Aber auch hier die Frage, warum kann Sony nicht einfach die Produkte noch mal ein bisschen nachbessern mit den Firmwares? Und die Frage, die ich mir insbesondere stelle, aber die konnte mir auch keiner beantworten, wann gibt es dieses Gerät bei uns in Deutschland? Aber ich möchte an der Stelle auch fair bleiben und einfach sagen, dass die ganzen Projektoren hier deutlich teurer sind wie bei uns. Wir bekommen bei uns in Deutschland den 7000er, speziell bei manchen verrückten Händlerpreisen, die den offensichtlich loswerden müssen, weil sie Lagerdruck haben, so günstig, dass wir teilweise schon unter dem Preis sind, den hier normalerweise der 6000er kostet. Aber das habe ich schon letztes Jahr gesagt, als die Geräte vorgestellt wurden, dass es natürlich jetzt immer eine Ansichtssache ist. Aber klar, wenn wir jetzt einen 6000er bei uns hätten, der halt hier von der Lichtleistung zwischen den beiden Geräten liegt, zwischen dem 5000 und dem 7000, ist das natürlich grundsätzlich dann auch interessant, weil genau der Preisbereich darf gerne noch mehr Wettbewerb erfahren. Ja, der 5000er wurde hier gezeigt und zwar genau hinter dieser Tür. War übrigens eine gute Filmauswahl hier bei Sony. It's Ghostbusters, jawohl, finde ich doch glatt toll. Und dann nochmal Spider-Man, Far From Home. Gute Filmauswahl. Hat alle, also was Sony richtig gut macht, ist die Präsentation im Sinne von schön knackig vorstellen und die Projektoren wirklich so präsentieren, dass die ihre Vorzüge zeigen können. Mit Leinwänden, die das Ganze noch ein bisschen pushen, nicht zu große Leinwände nehmen, gute Umgebung, gute, lustige Hosts, also das hat Sony gut drauf und insgesamt, ja, nach wie vor zeitgemäße Projektoren
Und wenn du einen kaufen willst, da brauchst du keine Angst haben, dass es in Kürze sofort Nachfolger gibt. Denn offensichtlich gehen die nochmal eine Saison unverändert weiter. Eben leider auch, was die Firmware betrifft.